Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zurück zu Minecraft mit Salome. Hallo. Wir fleißig am Bauen. Genau. Sie am Strip-Mining und ich am, Ja, noch nicht. Ich muss ja erstmal Strip-Mining anfangen hier. Ich mache jetzt erstmal hier eine Kellertreppe. Also Sie will ein Strip-Mining machen und ich bin einfach nur hier und baue Erde ab. Jupp. Also ich baue nicht nur Erde ab, ich werde natürlich auch noch da ist. Holz, ja, Holz ausfüllen. Sie will von der kompletten Map einfach nur die Erde weg haben. Genau, ich versuche jetzt die komplette Map, die hier existiert, die komplette Erde wegzumachen. Eine Welt aus Stein. Ja. Hallo, ein Stein. Nur Stein. Nichts anderes. Stein und noch mehr Stein. Jetzt sehe ich da oben als so einen Schweinekopf mit Eisenrüstung. Ist doch auch mal was Neues, oder? Ist doch auch mal was. Was halt nervig ist, sind halt diese Plünderer, die sind einfach so extremst nervig. Ja, wahrscheinlich tauchen die viel zu oft wegen Dorf auf. Das ist wahrscheinlich möglich. Oder einfach wegen uns. Weil auch wenn ich irgendwie alleine bin, ich sehe die irgendwie ständig irgendwo rumlaufen. Hier oben auf dem Hügel gar nicht. Ein einziges Mal ist auf dem Hügel gehabt. Ein einziges Mal danach nie wieder. Es ist so nervtötend, diese Scheißviecher. Ja, mein Hügel ist halt ein Heiligtum, weißt du. Das ist der heilige Hügel der freien Viecher. Holy Hill. Ja. Ich hab kurz vorm Ende der Folge hier, werde ich auch mal meinen Hügel zeigen. Dein Hügel. Ja. Weil das sind ja auch meine Viecher alles. Meine Viechers. Wir wissen, ob die noch leben. Ja, warum sollen sie nicht leben? Die verhungern ja nicht. Ja, zum Glück. Stell mal vor, die würden verhungern. Ja, ich muss gucken, ob ich den anderen... Ich muss aber gucken, ob ich den anderen Viechern nochmal Zombie-Hände geben muss. Was für einen anderen Viechern? Die Hühner. Die großen Hühner. Die gefährlichen Hühner. Ach, die. Ja. Wieso, was willst du mit denen mit Zombie-Händen? Das fressen die. Ja, das ist mir klar, aber warum? Wenn die kommen, wenn die Herzchen weiter runtergehen und so, dann fressen die das. Ja, wenn die Herzchen runtergehen. Meine ich, wollte ich doch nur nachgucken, ob das so ist. Ach so. Du willst nur mit deiner Bude angeben, gibst du. Nee, ich gehe nicht in die Bude rein. Bude! Die werde ich nicht zeigen, meine Bude. Die Budepest. Geh mal nach Budapest. Ja, nach Budapest. Nach Budepest. Budepest. Das ist Fichte. Ich suche aber Schwarzeiche. Schwarzeiche? Ja. Die schwarze Eiche. Schwarzeiche. Oh, bei welchen deinen Strip-Mining-Ding reingefallen? Einmal ein Segelflieger bitte nach unten. Und ich sag dann Hallo. Naja, wehtun kannst du dir ja sowieso nicht. So wie ich jetzt gerade gesprungen bin, hätte ich mir doch wehgetan, wie ich mich kenne. Ja, mit der Spitzhacke versuche ich einen Baum zu fällen. Ist eine super Idee. Ja, warum nicht, ne? Ja, ist super. Ich hab Kohle. Einwandfrei. Ich glaube, wir haben sowieso so einen geilen Spot für Kohle und Eisen gefunden, oder? Schon. Scheißhaus. So. Was, Scheißhaus? Das sieht scheiße aus. Ach so. Sieht ein bisschen besser aus. Ich habe da eins zu wenig. Kein Wunder, dass das so komisch aussah. So, ich habe ja noch Kupfererz. 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 Die Kristallinseln. Die Kristallinseln. Kristallinseln. Jetzt habe ich Bock auf Linsen. Linsen. Ich hab sogar Linsen da, aber getrocknet halt noch, ne? Die muss man erst aufweichen. Oder lange genug kochen, was auch immer. Keine Ahnung. Weil wenn es bei uns zu Hause Linsentopf oder sowas gegeben hat, dann hat meine Mutter immer ja so fertig Linsen aus der Dose genommen. Okay. Und da einfach irgendwie so ein Knubbelinchen reingeklatscht. Na toll. Ja. Klingt ja sehr lecker.
kann mich kaum halten vor Begeisterung. Ja, das war auch immer sehr begeisternd. Also ich hatte noch nie ungekochte Linsen gesehen, weil bei uns, das war halt immer aus der Dose. Eins der wenigen Sachen tatsächlich, die bei uns halt aus der Dose kamen. Bei uns gab es auch mal Ravioli aus der Dose oder so. Gibt's bei mir heute noch. Auch ab und zu mal. Ab und zu. Ich habe immer so ein oder zwei Dosen habe ich immer zu Hause für den Fall der Fälle halt. Wenn mal irgendwie ich keinen Bock habe zu kochen, sondern sag, ach komm hier, ich klatsch mir jetzt einfach mal was in den Topf und mach das warm. Und für solche Fälle habe ich immer so ein paar Kleinigkeiten da. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich muss mal Luki Luki machen. Ja, dann mach mal Luki Luki. So. Ah, so war das. Haben wir wieder was gelernt? Ja, ich wusste nicht mehr, wie das war. Ach so. So war das. Direkt dran, ne? Und dann war der andere, war hier. Hanasiuk. Ich hör ein Skelett auf dem Ohr. Hanasiuk, ich höre ein Skelett auf dem Ohr. Sogar mehrere Skelette. Das war da. Ja. Yeah. Da. Oh, das war meine letzte Spitzhacke. Spitzhacke? Meine letzte Spitzhacke. Ja, das Wort kriegen wir auch nicht mehr raus, ne? Nee, das, daran bist du schuld. Die Spuitzhacke. Oh, ich glaube, ich kann die Fenster wieder aufmachen. Es regnet nicht mehr. Das war mal ein kurzer Regen bei euch. Fenster! Alter! Erschreckt mich doch nicht so, Mann. Okay, da kommt ein Fenster hin. Was wollte ich jetzt? Spitzhacken. Spuitzhacken. Ja. Na, ich will keine Feldhacke, ich will Spuitzhacken. Und ich glaube, wenn ich... Ja. Wenn ich mich täusche, kann ich es ja immer noch ändern. So ist es nicht. Ziemlich mittig eins. Brauchst du Stein? Nö. Okay. Noch da? Ja. Hallo? Wir sollten, ja, ja, ja. Ja, dann sag doch auf, wart. Sorry, ich war gerade gedanklich aufgeschmiert worden. Da fragt sie mich, bist du noch da? Ich sag ja, aber kommt keine Antwort. Was soll ich denn da denken? Lieg im Bett. Ich hoffe, ich begehe jetzt keinen Fehler. Wenn ich mich hier auf der Treppe hinlege. Wohin? Ah, passt. Sehr der gut. Tag ruft. Der Tag ruft. Ruft. Haben wir irgendwo Sand? Nicht, dass ich wüsste. Mist. Wir brauchen eine Wüste. Wobei, eine Wüste ist auch sehr gefährlich mittlerweile. Ja, für den Zombies, die da sind. Ja, die Zombies. Dann haben wir hier die Todeswürmer. Dann haben wir ja diese komischen Insekten. Ich hab Sand gefunden. Wuhu. Für Glas. Ja. Und kann ich so schlecht Scheiben machen. Jep, das stimmt allerdings. Ja, komm schon. So. Entschuldigung. Ich hoffe, die paar lange, bis ich zumindest erstmal für den Anfang. Hallo Pferdchen, hallo Eselchen. Hallo Menschelchen und Schweineschen. Eher Schweinchen. Schweineschen. Schweinchen. Hallo, du Sau. Juck. Ich höre schon wieder Skelettis. Skelettos. Mensch und Denscher. Skelettis. Skelettos. Skelettis. Oos. Nies. Oos. Nies. Oos. Was mache ich mit der Werkbank, die ich noch habe? Ich habe zu viel gerade, glaube ich, davon gerade. Keine Ahnung. Na toll. Stell sie zu mir. Bei Mischa.
Oh, hallo Höhle. Wo schon Fackeln stehen. Ah nee, das ist Lava. Wo schon Fackeln stehen. Brennen, Fackel. Oh, es ist Lava. Mach mal wieder zu. Bitte. Ja, ja, hier doch nicht. Du hast jetzt schnell mal bei mich. Das habe ich jetzt gemacht. Ich meinte eigentlich bei mich. Da, wo halt mein Dingens da, ne, am Eingang. Ich bin den ganzen Weg jetzt extra zu dir runtergesprungen, ja, und da beschwerst du dich auch noch. Ja, freilich. Typ da drüben, du hast keinen Zügschein. Ach, komm doch nicht immer mit einem Zügschein. Ich habe von Natur aus einen Zügschein. Ich hatte schon immer einen und ich werde auch immer einen haben, egal was du sagst. Nee, wirst du niemals haben. Doch. Niemals nicht. Niemals nicht. Okay, durch 10. Nicht mit den Scheiben in der Hand zählen. Oh, ich höre Lava. Alter, what the fuck? Auf der Map ist hier alles voller Skelette in dem Gang da unten. Was zum Geier, Alter. Okay, warum ist einfach hier hin? Vielleicht ist das ein Skelett-Spawner. Ja, das kann sein. Nee, wobei, ich glaube eher, das ist mein Gang. Das sah gerade so aus, so eckig wie so ein Dungeon, weißt du? Hm. Nazi-Stuhl. Hä? Mein Stuhl knarzt wieder mal, wie immer. Ach so, ich habe gerade Nazi-Stuhl verstanden. Was? Nein! Deswegen habe ich ja gesagt, hä? Wieso, was ist denn bitte ein Nazi-Stuhl? Sowas sagt man doch nicht. Mensch, naja, das Mensch, Wort darf Mensch, man Mensch. Sagen. So das Wort ist ja nicht. Mensch, Mensch, das Mensch, Wort Mensch, an Mensch, sich Mensch. Ist ja nicht verboten. Es kommt halt nur drauf an, in welcher Beziehung und wie man das sagt. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin ein Nazi, ist das was anderes, als wenn ich jetzt sage, oh, ein Nazi-Stuhl. Und nein, ich bin kein Nazi. Ich auch nicht. Werde ich auch niemals sein. Niemals nicht, nein. Das war jetzt kein sarkastisches Niemals nicht, ne? Ja. Das war ein ernst gemeintes Niemals nicht. Ein richtig ernst gemeintes. Ja, werden wir auch niemals sein. Will ich auch niemals sein. Ganz ehrlich nicht. Niemals. Nee. Das ist absolut nichts für mich. Hm. Wo soll ich Pflanzen pflanzen, die einem wehtun? Diese Büsche? Nee. Was sonst? Was tut denn sonst noch weh für Pflanzen? Ich habe Pflanzen gefunden, die beißen. Ja. Was? Ja. Okay. Ich setze sie ins Dorf. Oh Gott. Ist das so eine Kuhpflanze von Sims, hä? Huh? Nee, das ist von sieht aus wie von Mario. Ach, das ist so eine Piranha-Pflanze oder was? Piranha, ja. Okay. Habe ich 7 Stück von. Ach krass. Ich habe da noch nie eine gefunden. Habe ich einen Spinnenwald gefunden. Ah. Weiß ja. Die auch wirklich, wenn man die hinsetzt? Ja, das tut weh. Okay. Geil. So, ich bin jetzt auf Level 33. Ich glaube, wenn ich ganz unten angekommen bin, habe ich erstmal einen Lavateich vor mir, so wie das hier auf der Map aussieht. Ja, ich glaube, da unten ist ein riesengroßer Lavateich. Lavateich vor allen Dingen. Das ist ein Lavateich. Und eine riesige, große, runde Höhle. Aber nicht meine, das weiß ich. Ja. Nee, so eine, die wo wir drüben auch schon haben, weißt du? Wo so irgendwie 3 Blöcke nur hoch ist oder so. Wo unsere U-Bahn mündet. Sag ja, wo ich meinen Bahn aufgebaut habe, wo ich da hingekommen bin, so hoch, was ja, ist denn das? Genau. Oh, interessant. So eine habe ich da nämlich auch bei mir unten. Die habe ich aber. Ich glaube, die müsste unterhalb von meinen Feldern unten sein. Ich fand die so hochinteressant, dass ich mir gedacht habe, da baue ich was. Cool. Sag mal, bei mir reagiert es manchmal hier gar nicht so, wie ich das will. Hm, was? Das Spiel. Okay. Manchmal macht es einen Doppelklick, obwohl ich nur einen gemacht habe. Seltsam. Yep.
so hektisch bin ich doch gar nicht. Vielleicht hat das Spiel da so einen Mikroruckler und hängt dann im Klick fest und deswegen zählt das vielleicht doppelt. Möglich, ja. Ich drück nur einmal und trotzdem nimmt das Ding wieder auf, als hätte ich zweimal gedrückt. Das ist nervig. Komisch. Oder er nimmt es erst gar nicht auf und tut es mir gar nicht ins Inventar rein. Ich glaube eher, meine Maus spinnt mittlerweile. Ja, ist die schon etwas älter mittlerweile? Ja, es ist immer noch die gleiche, wo ich immer noch die gleichen Probleme mit habe. Ja, dann wird es vielleicht mal Zeit für eine neue, ne? Ja. Wäre wahrscheinlich mal Zeit, ja. Täte ich mal so behaupten und in den Raum stellen. Das ist Steinzaun. Mir wird nochmal ein Steinzaun gemacht. Da muss ich mal gucken. Steinzaun. Aber kein normaler Stein, nämlich den Steinziegelmauer. Steinziegel. Okay, dafür brauche ich Stein und den Stein muss ich zu normalen Steinziegel machen. Und wir haben jetzt aber keinen Bruchstein hier mehr. Ich habe eine ganze Menge einstecken. Ich komme mal gerade zu dir, ich brauche Bruchstein. Ich komme angerannt. Sie fällt die Treppe runter. Batsch. Da Danke. Kannst du alles haben. Nein, jetzt habe ich es. Nein, das war die falsche Seite. Warte, ich muss mir gerade wieder. Wie viel hatte ich weg? Ich glaube 2. Oder waren es 3? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal 3 Stück. Hast du mir nur 1 gegeben? Ich habe nur 64er bekommen. Moment. Ich habe dadurch, dass ich den Cheat-Modus bei dem Jay drinne hatte und anstatt, dass ich die Ziegel rausgeschmissen habe in der Richtung und da habe ich sie vernichtet. So, da und da und da, 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 da. Aber dann schon das Dach ja schon wieder welche. Das war's. Dankeschön. Wenn ich jetzt ein Stack zu viel erschummelt habe, dann tut's mir leid. Hast du auch Kohle noch? 10 Stück, ja. Bitte. Danke. Die macht mich hier bettelarm. Hast du auch Diamanten? Nee, noch nicht. Kann ich auch noch gar nicht abbauen, weil ich noch keine Eisenspitzhacke habe. Soll ich dir eine machen? Das darfst du gerne tun. Und du kannst mir dann auch, wenn du schon mal dabei bist, die restlichen Rüstungsteile machen. Was brauchst du denn jetzt noch? Brust und Beine. Brust und Beine? Ey, wieder, ich hab's in mein Inventar gelegt und er schmeißt es raus. Du brauchst echt dringend eine Maus, bevor du doch so ausrastest wie ich und dich dabei noch irgendwie halb tödlich verletzt. Brust und Beine war Hose, ne? Ja. Brauch ein BH. Ein Schaf-BH. Ein scharfer BH. Eine Euterhalterung. So, Level 22. Mein Keller und mein Kellerchen mache ich dann mit Ziegelsteinen. Doink, 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 doink. Moin, moin. Zumindest habe ich das schon so weit ausgehöhlt, dass du dir den mal Kopf anschlägst. Ja. Einmal. Danke. Da. Da. Du sammelst das gerade alles selber wieder auf. Du musst weiter, einen Stock weiter hoch. Guck. Du musst das ein bisschen weiter höher schießen. Guck mal ein bisschen weiter höher und setz das raus. Ja, warte. Komm jetzt anders. Huch. Yay. Juhu. Bitteschön. Danke. Yay. Du hast so viel Eisen im Blut. Ja. Oh, ich höre mal wieder die Höhlenmusik. Ja, da kommen auch noch schöne Treppen hin, da kannst du leichter hoch und runter. Aber erst so das Grund. Das ich Grund muss ins Bett. Es ist nämlich gerade dunkel. Oh, auch mal wieder. Ja. Ah. So. Ah, Scharlaffen. Zu viel. Ja, vor allem mit Eisenrüstung schlafen. Ja. Lalalalalala.
Oh, stimmt, ich brauche doch Ziegel, fällt mir gerade ein. Ich mache ja noch einen Kamin. Ja, schon. Eingefallen. Ja, ne? So, und jetzt brennen wir Stein. Das wird sehr spannend. Ja, und sehr langwierig. Ja. Oh, ich habe Eisen. Cool, kannst drauf. Abgehen. Ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ich kann. Cool, ich habe hier noch mehr Eisen gefunden. Was ist das? Ist eine Dose? Ja, die habe ich geangelt. Oh Mann. Ich habe Dosen geangelt. Das waren vorher. Ursprünglich waren das Ravioli und die habe ich gegessen. Ach so. Okay. Was brauchen wir eigentlich für den Sattel? Gehärtetes Leder und Bambus. Nein, nur Hartleder, Bronzebarre und Eisenbarre. Dann schau mal, mit was du das Hartleder machst. Oh. Wenn es weitergeht, müssen wir uns wenigstens den Bambus ercheaten, weil ich glaube nicht, dass ich hier so schnell einen finden werde, außer in meinen eigenen. Doch, ich könnte mir Bambus holen. Ich brauche Stein, Spitzhacken. Alter, hier sind 3 Skelette. Oh. Ja, dann viel, viel Spaß und lasse dir schmecken. Verdammt, war mal anders. Wir haben ja keine Pfeile, also machen wir es anders. Ich bin einfach so hin und hab die umgeknetzelt. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Ich bastel mir gerade ein Eisenschwert finde ich sinnvoller. Wir bloß vielleicht noch ein paar Schilde machen, dass wir die Pfeile eventuell abwehren können. Wenn du mir sagst, wie das funktioniert. Ich glaube, oben in der Mitte ein Eisenbarren, drumherum dann Holz und ich glaube, unten die Ecken frei oder so. Wenn nicht, musst du mal in dem Jay gucken. Ich habe das auch nicht im Kopf. Ich habe gerade nachgeguckt. Na gut, na dann. Jetzt egal, machen wir es eben so. Und machen wir mal ein paar Steinspitzhacken, bitte. Warum Steinspitzhacken? Du hast doch jetzt Eisenspitzhacken. Weil ich ganz gerne die Eisenspitzhacken eigentlich jetzt nur für Redstone und Diamanten nehmen würde. Legst doch jetzt ab, du Scheißding! Nein! Ist ja nervig, ey. Ich baue jetzt gerade nur mit der Eisenspitzhacke weiter ab, weil ich sonst ja dastehe und habe nichts zu tun. Komm gleich runter. Ich mache erst die Skelettis fertig. Mhm. Die gehen mir nämlich auf den Sack drauf. Auch wenn du eine Dings hast, ja? Das schützt dich nicht vor mir. Da brauchst du schon bessere Gummis. Ah, da war! Nein, der hatte keine Gummis, der hatte Dings, der hatte Augenklappe. Ich habe Lava gefunden. Die Lava hat dich gefunden. Sehr gefährlich. Denn. Okay, tschüss. Run, Baby. Whee! Siehst du, ich kann mir die Beine brechen. Knack. Mal her. Eins noch. Hi. Dankeschön. Moment. Moment. Ein Schild. Ich höre das selber gar nicht, wenn ich das mache. Ich höre es auch nur bei dir. Bin ich froh, wenn die Treppen nicht hier sind. Wenn ich aber dann Schad finde, dann kann ich nicht mehr einfach so runterspringen und mir erstmal alle Sachen brechen. Juhu. Dann ruhig noch eine Runde brennen. Ah, gut, so war das.
Achtung. Egal. Drei. Drei. Nicht vier. So. Vielleicht langt das ja schon mal. Genau, der Kühlschrank gibt mir recht. Das war ich gerade eben gewesen. Nee, mein Kühlschrank hat auch... Ich hab grad... das muss ich so rummachen, wie die Dinger sind. Okay. Mein Kühlschrank. Mein Kühlerschrank. Leute, der macht mich krank. Ah. Merkwürdig. So. Ich bin echt am überlegen, ob ich kurz zu meinem Gebiet gehe und mir wenigstens Bambus hole, ey. Nicht cheaten! Ist nicht cheaten, ich hab's geholt. Das ist dann nicht cheaten. Bist du zu Fuß gelaufen? Nee. Ja, siehste. Das ist aber trotzdem nicht cheaten. Schäm dir. Schäm dich doch selber. Okay, ich schäme mich. So. Ich hab keine Zeit, mich zu schämen. Ich muss bauen. Bauen. Warum? Hä? Ich lebe gerade gefährlich hier. Warum sitzt er das nicht immer? Ich kapier das nicht. Hm? Was denn? Das ist ein Zaunelement, was ich da baue. Oh, ich sitze es halt immer hin. Okay. Ja. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So, leider muss ich hier die Lava überbauen, weil geht nicht anders. Ich kann schlecht so einen ganzen Lavafluss trockenlegen. Das wäre doch mal was Neues. Ja, und sehr gefährlich. Ah, Quatsch. Ja, dann viel Spaß. Nö. Ja. Ich mach sowas nicht. Ja, siehste. Ich tu sowas nicht. Ich bin ein ganz liebes Mädchen. Gut. Oh, so ganze Menge sogar. Alter. Ja, nur unnützlich eigentlich. Ich habe 10 Gold. Super. Fürs Gold. Naja, fürs Gold. Das Gold brauchen wir zum Beispiel für Schienen oder so. Stimmt. Und für eine Uhr. Damit wir wissen, wie viel Uhr wir es haben. Ja. Verdammt, ich habe hier vergessen. Und ja, ich bin mir sicher, dass unter meiner Map auch die Uhranzeige ist. Weil man das einstellen kann. Bei mir nicht. Aber ich werde trotzdem mir so... Aber ich werde mir trotzdem noch eine Rolex wieder craften. So wie das letzte Mal. Auch. Damit Zinobi nicht meckern kann. Wieso? Ja, im Let's Play Together im letzten hat er doch gemeckert, weil wir die ganze Zeit keine Rolex hatten. Was war ich denn dafür Mist? Ja, keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Was will ich mit der Rolex? Rolex. Das ist eigentlich keine Rolex, weißt du, das ist meine Ex, die rollt. Eine Rolex. Keine Rolex, sondern eine Rolex. Aha, dann ist es was anderes. Ja, weißt du, manche haben halt Rollvenen, ich habe halt eine Rolex. Das ist ja was Andreas. Ja, genau. Außerdem, du bist Alter, da blubbert auch irgendwo Lava in der Wand. Ich glaube, da unten ist ein riesengroßer Lavasee, der einfach über die gesamte Map geht. Nee, hier weiter oben auf Level 36, wenn ich hier drin stehe. Und da blubbert es mir auch von überall ins Ohr. Danke. Jo. Oh. Oh. Ja, kein Wunder, hier ist... Ah! Das ist die Höhle, wo wir waren, und dieser einzelne Lavablock. Okay. Oh nein, jetzt finde ich den Eingang nicht mehr. Hallo? Oh, du Treppenhaus?
Ich finde. Ah, hier. Oh Mann. Und ich hatte schon Angst. Bestände. Albträume, ganz, ganz brutale Albträume. Die Sonne geht unter. Die Sterne gehen auf. Und mit diesem letzten Blick zur Sonne, die gerade untergeht, mache ich jetzt noch hier die Türen rein. Verabschiede ich mich von euch. Ja, dann mach das. Ich mach wenigstens hier noch das Endprogramm durch. Wie lange brauchst du? Nicht lange. Ich will nur die letzten Eingänge hier in die Wand prügeln. Bleibe ich hier oben auf dem Dach stehen. Sehr gefährlich eigentlich. Kann doch mal gucken, dass hier auch alles hell ist. Nicht, dass ich dann hier runterlaufe nicht. Und da steht irgendwo ein Creeper zwischendrin. Gibt's eigentlich das Ding noch, wo man nachgucken kann? Was? Auf F7. Oh, hier sind jede Menge rote Zahlen. Ja. Ah, passt schon. Alles gut. Yes, passt. So, nächstes Mal gibt es bei mir dann hier schönen Ausblick aufs Lager. Da schlage ich dann das Lager hier unten auf. Und ein. Genau. Soweit ist alles ausgeleuchtet. Oh oh. Ich glaube, über mir ist ein Creeper. Oh oh. Ich traue mich nicht raus. Ich sehe keinen Creeper hier. Ja, hier, wo der Eingang zu meinem Lager ist. Du bist auch auf der anderen Seite drüben. Oh Gott, der läuft immer weiter vor. Ich habe Angst, dass der jeden Moment da reinplumpst. Dann bin ich gearscht. Du bist schon hier. Du musst bedenken, ich muss erstmal diese ganzen Dinge hier hochhopsen. Ich muss mal rein, da kommt ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Geronimo, auch wenn ich sterben werde. Ich hab mit einem verzauberten Bogen. Ich will einen Bogen haben. Einmal Fackeln aufstellen, rundig rum, im Schnelldurchlauf. Hallo, Mr. Creeper, Mann. Zu. Ja, hallo. 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 Flup. So, komm, lass uns ins Haus gehen. Jetzt habe ich draußen eine Fackel vor die Tür gestellt. Ah. So. Dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und du hast zwei Pfeile in der Schulter stecken. Ja, ja, das war, es ist Kriegsverletzung. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, tschüss. Also, ciao.